Guten Morgen, liebe Freunde. Heute ist Mittwoch, der 5. September, mein 123. Pilgertag. Es ist jetzt 8.30 Uhr. Ich stehe marschbereit vor der Villa Milka, dem Quartier meiner letzten 2 Tage. Und heute geht es nach Resin und ich hoffe, dass es nicht zu sehr die Berge hochgeht. Auf jeden Fall geht es durch die Berge durch. Es ist kurz nach 9. Die ersten 3 Kilometer liegen hinter mir und ich rolle auf dieser Straße in der Ebene, zu meiner Rechten die Berge und ich hoffe, dass ich möglichst lange im Tal fahren kann. Das Wetter ist noch angenehm kühl, aber es verspricht heute wieder recht warm zu werden. 10.15 Uhr, knapp 10 Kilometer liegen hinter mir und ich rolle hier im Tal entlang auf dieser Straße und komme gut voran und ich bin recht zufrieden, dass die Berge rechts und links von mir sind und dass hier unten ein Bächlein plätschert. Ein kleines Dörflein im Tal. Aber alles sehr gepflegt und sauber. Sehr europäischer Standard. Ich laufe durch eine herrliche Landschaft. Die Anstiege sind gemächlich und die Landschaft ist einfach wunderschön. Der Verkehr hält sich in Grenzen und vor allen Dingen der Straßenbelag ist sehr rollfreudig, sodass es ein zügiges Vorankommen ist. So, seit 5 Kilometern laufe ich schon zügig und konsequent den Berg hoch. Das ist ganz schön nervig. Aber was hilft's? Noch ungefähr 16 Kilometer sind's bis zu meinem heutigen Ziel. So war das bisher nur ein allmähliches Ansteigen um 5 bis 8%. So geht's jetzt ganz offensichtlich doch deutlich mehr zur Sache, wenn ihr gleich die Autos da drüben hochfahren seht, dann wisst ihr, was jetzt auf mich zukommt. Und so mühsam, wie ich die letzten 8 Kilometer auf 1190 Meter hochgekommen bin, so genüsslich rolle ich jetzt hier hinab ins Tal, ziehe meine Handbremse an und lasse den Mono Walker freien Lauf und mich entsprechend bremsen. Was eine wunderschöne Landschaft, in die ich jetzt hineinrolle. Es ist 13:30 Uhr. Hinter mir liegen 25 Kilometer und noch 11 Kilometer liegen vor mir bis zu meinem heutigen Zielort. Ich bin wieder hinabgestiegen auf 1000 Meter. Keine Oliven, dafür Apfelplantagen. 14.40 Uhr. Hinter mir liegen knapp 31 Kilometer und vor mir noch gut 5 Kilometer, bis ich am heutigen Ziel bin. Und hier nochmal ein Blick in die Obstbauregion, Apfelplantagen. Um 15.20 Uhr komme ich nach 34 Kilometern in Resen an. Jetzt muss ich nur noch mal schauen, ob ich hier ein Quartier finde oder ob ich da noch irgendwo weiter muss. Ja, und das ist mein Quartier für heute Nacht, das Hotel Holiday. Ich bin angekommen und was will ich mehr? Wir können es auch mal von innen anschauen dann. Ich bin am Ziel meiner heutigen Etappe und habe hier mein Quartier gefunden für 10 Euro. Gut, ich meine, für 10 Euro kann ich auch nicht meckern. Der Wasserhahn für die Dusche. Eine Lampe, eine Fass im Hals. Und das ist mein Zimmer, aber das Bett ist sauber. Also von daher bin ich zufrieden auf dem Fußboden. Da weiß ich es nicht so ganz genau.
Da werde ich wohl meine Schuhe anlassen. Aber es ist ein Erlebnis, wie gesagt. Und ich hab ein Quartier. Mal so einen Blick in den Ort rein. Durchaus ein Ort, wie wir ihn in Deutschland auch finden. So sieht es hier auch aus. Da wäre noch ein anderes Hotel gewesen, aber ob das dann wirklich besser ist als meins, ja, wahrscheinlich schon ein bisschen, denke ich mal. Aber ist doch okay für 10 Euro. Hey, guck mal hier. Продолжение следует...